Hallo und herzlich willkommen hier zu Traincraft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hatten das letzte Mal hier unsere Dieselausstellung vorbereitet. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich dann hier auf diese Fläche zwei Stück bekomme. Das wäre nämlich ganz cool. Dann hätte ich dann hier nochmal zwei, dann da noch eine Ausstellungsfläche für den letzten Zug. Und dann wäre das doch alles schön, wäre das doch dann. So, die sind genau eins dran, das passt. So. Soweit ich das weiß, sind die jetzt auch nicht so groß. Nee, könnte vergessen. Das kriege ich nicht unter. Alter, Musik! Bist du des Wahnsinns? Ja, es ist schon besser von der Aussteuerung hier. Soll im Hintergrund ein bisschen düdeln und hier uns nicht die Gehörgänge durchspülen. So, zwei von vorne ist eigentlich nicht korrekt, sondern wir haben da mal einen Abstand von vorne. Das heißt, es gehört eigentlich so. Dann bleiben wir hier unserem ursprünglichen Konzept mal treu. Genau, doch, passt. Ich war jetzt kurz nur ein bisschen verwundert, ob ich das jetzt wirklich richtig gemacht habe. Dann müsste ich hier eigentlich schon wieder die Wand hochziehen. So, da kommt die Wand ja immer direkt, ne? Ja. Das heißt, ich muss hier vom Glowstone her keinen Abstand mehr halten. Oh Mann, die Dachkonstruktion wird wieder unglaublich interessant. Wahrscheinlich wieder ausschauen. Wie nicht so schön. Halt, eine muss noch mehr. So. So. Okay. Dann kommt jetzt hier die Union Pacific drauf. Ist doch schon mal gar nicht schlecht. Okay, ich möchte natürlich dann noch Fenster reinbauen. Ich möchte aber dafür erstmal das grobe Konzept des Hauses stehen haben, beziehungsweise dieser Halle, dass ich dann weiß, wo die Fenster am besten zur Geltung kommen. Wobei ich jetzt schon einen richtig schönen Kandidaten hier hinten ausgemacht habe. Da kommt jetzt dann hier ein großes Fenster rein, dass man hier so reingucken kann. Und schauen wir so den ersten Vorgeschmack der tollen Züge kriegt, die hier drin stehen. Wenn man dann irgendwann von der anderen Seite her käme. Was relativ unwahrscheinlich ist, aber möglich. So, die Höhe passt. Das heißt, das Dach können wir hier ansetzen. Hier würde ich... Nee, da müssen wir noch eins höher gehen zumindest. Auf dieser Seite hier. Das heißt, die Höhe der Wand passt auf der anderen Seite auch. Aber für dieses Podest hier wird es wieder zu knapp. Kommt drauf an, wie ich dann das Dach ansetze. Muss ich mal sehen. So, dann kommt jetzt die nächste Fläche. Das ist ja hier da vorne bündig zur Wand gehalten. Geh weg. Ziehen wir hier gleich mal durch. Schon gut zu, kriegt ihn nicht mal auf. Mann. So, zwei Abstand, dann kommt das Gleis. Na, jetzt werden wir bei den elektrischen Zügen einige haben, wo es dann doch etwas größer werden wird. Zum Beispiel den Highspeed Train und so weiter. So, okay. Wie breit ist die Wand, bis die anschließt? Also das hier geht jetzt nach hinten. Den zweiten habe ich gleich gebaut. Dann die drei Stück und die zwei. Die drei Stück und die zwei.
So, das jetzt symmetrisch hinzukriegen, ist auch wieder so eine Aktion hier. Jedenfalls ist die Wand so, okay. Passt. Gut, das ist dann die Treppe von hinten. Ich hatte mich jetzt gerade ein bisschen gewundert, warum ich da keine Anschlusstreppe hingebaut habe, aber ja, passt so, passt so, passt so. Dann dahinter 2 Abstand. 1 Abstand. Hier ist aber nicht schön. Ich verlängere mal das Gleis. Dann ist es nämlich jeweils mit 1 Abstand. Und dann kriegen wir für die C62 war das, ne? BR01 ist er nicht. USSR ist es auch nicht. Bringt die C62 einen Tender mit? Nö. Heißt aber JNR. Vielleicht ist es der JNR-Tender. Tender JNR. So, lass uns das mal prüfen. Also, wir werden den Zug so weit nach vorne setzen, wie es geht. Haben wir noch ein bisschen Platz? Shit. Nee, das geht nicht. Okay, jetzt ist aber besser ausgemittelt. Also, das ist schon mal deutlich besser als es vorher. Der Tender ist jetzt eh nicht so schön, von dem her weiß nicht, ob ich den überhaupt mal bauen wollen werde. Erstmal nicht. Okay, also wir hatten jetzt dann hier hinten die Wand anschließen, ne? 2 und dann das lange Gleis. Das Gleis geht dann von hier ab. Bis da, ne? Ja, okay. Da mit dem Glowstone. Das stimmt jetzt auch nicht mehr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doch, passt. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hä? Schon wieder verzählt oder was? Jetzt 4 Abstand, habe ich 3 Abstand. Nee, so muss ja das sein, oder? Ach, das ist definitiv. Ach so, stimmt. Das Ding ist nur 3 breit. Okay. Alles klar. Alles gut. So, die habe ich auch, die habe ich auch. Aber irgendeine Diesel fehlt mir doch jetzt noch, oder bin ich jetzt... Döf. Die Santa Fe haben wir. Die V60 haben wir. Die Koff fehlt noch. Jo, bleibt mir jetzt nichts übrig, weil ich dieses lange Gleis hier nicht dafür nehmen werde, als dass die Koff hier anschließen wird. Das heißt, ich mache mal die nächste Fläche fertig. So, mit einem 2er Abstand. Dann kommt das Gleis. 2er Abstand Gleis. Beleuchtung. 2er Abstand Gleis Beleuchtung. So. Ein bisschen wenig Beleuchtung ist, mal gucken. 1, 2, das heißt, das Gleis würde dann hier ansetzen können. Das ist ein Maximum, was ich hinkriege.
Dafür fast ein bisschen viel, aber es ist okay. Das ist okay. Können wir so lassen. So, dann haben wir die Dieselfraktion nämlich auch fertig. Dann geht es direkt weiter mit der elektrischen, wofür wir den Highspeed erstmal nehmen werden. Also, einmal hier, einmal da. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet, das habe ich befürchtet. Okay, dann kommt da erstmal die Subway hin. Wie viele elektrische habe ich jetzt? Also ich habe den Highspeed. Ich habe... Wo ist denn jetzt die Subway hin? Da. Die Subway, die ist electric. Scheint bloß diese zwei elektrischen Züge zu geben. Zumindest sehe ich jetzt gerade keine anderen. So, also wir haben dann die Subway. Und ein Passenger Car. Das ist das auch so riesengroßes Teil. Könnte aber sehr, sehr knapp werden, aber könnte... Scheiße, funktionieren. Moment, Moment. So. Also nochmal NY Subway. Jetzt steht es wirklich ganz außen. Passenger Card, ganz außen. Andocken, andocken. Ein Feld musst du noch. Jetzt. Angedockt, passt zusammen. Okay, und deshalb brauche ich erhöht dahinter eine richtig, richtig dicke Fläche, um die Highspeed-Lokomotive zu platzieren. Ups. Dann wird es jetzt leider nicht mehr symmetrisch mit der anderen Seite, weil da habe ich mehrere kleinere Ausstellungsflächen, was mir jetzt aber so nichts bringt. Okay, also. Wir gehen jetzt erstmal hier ein Feld nach oben. Gehen noch ein Feld nach oben. Und sind jetzt dann hier auf dem Gleis bereits. Das heißt, hier kommt dann die Beleuchtung hin. Und hier die Außenwand. So, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ich setze jetzt mal alle vier so einen Doppelblock rein. So, und da hat mir jetzt noch mal ein Drittel gefehlt. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück für einen, oder? 5. Also brauche ich 5 für den. Und für den eigentlich auch. Also muss ich mit 15 zurechtkommen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt müsste der genau drin stehen. Ja, dann 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich da auf Gleise setzen? Nein. Dann habe ich das Passenger Card dafür. So, mal angeschlossen. Und gerade draufgeschoben. Und dann nochmal 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So, passt das jetzt?
1, 2, 3, 4, 5. Eine frei. Wunderbar. Die muss ich jetzt noch richtig rund dran setzen, oder? Warte mal, der ist ein weniger gebraucht. Habe ich da jetzt noch einen frei? Scheinbar. So, jetzt muss ich sie nur irgendwie zusammenkriegen. Attached. Kann ich das blöderweise nur nicht richtig hinschieben? Ja gut, kann man aber so lassen. Sieht halt leicht auseinandergezogen aus, aber mit zwei Zügen geht das jetzt nicht passender. Weil dann kann ich hier nämlich das Gebäude um eins kürzen. Aber es sieht auch komisch aus. Nee, wir setzen da noch eins drunter. Wir setzen da noch ein Gleischen drunter, sonst sieht es strange aus. So, und damit ist unser Museum von den Ausstellungsstücken hier fertig. 3, 4. 1, 2. Geht es zufälligerweise auf? Nein, geht's nicht. Bam, bam, bam. Jetzt muss ich ja nicht den Zug zerdeppern, da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf, den neu zu setzen. Obwohl, wenn ich dann hier drauf gehe und da drauf gehe, so, dann geht's auf. Dann ist das Ganze wieder gleichmäßig verteilt. Okay, dann müssen wir aus diesem Block jetzt ein schönes Haus noch machen. Und dann ist unser Zugmuseum soweit fertig. Ausstellungsstücke haben wir. Ich muss dann noch eine Adler unten hinsetzen, dass man dann damit auch wieder durchfahren kann. Aber an und für sich bin ich doch schon recht zufrieden. Jetzt verlängern wir hier noch die Treppe dazu. Okay, da geht's noch auf dieser Höhe. Die nächste Höhe wird dann tiefer werden. Na gut, ich muss bis ganz vorne. Da brauche ich jetzt gar nicht gucken, ob ich hier noch irgendwie kürzer rauskomme. So, aber jedenfalls haben wir dann hier schon mal wieder die erste Wand, die wir hier eigentlich komplett hochziehen können. Dann können wir da noch ein bisschen was hinstellen. So, dann ist das hier die letzte Fläche dafür. Schließen hier die Außenwand an. So, und hätten jetzt nochmal diese Fläche hier zur Verfügung, um noch Kleinigkeiten reinzustellen. Und die große hier natürlich in der Mitte, obwohl ich das so offen eigentlich auch ganz cool finde. Wartet mal, wenn ich jetzt hiermit halt runtergehe. So. Okay, da brauche ich dann Stein. Das sieht dann komisch aus sonst. Ah Mann, jetzt mache ich doch wieder viel mehr in der Folge, als ich wollte. Gut, wir machen das aber wirklich in der nächsten hier und das Gebäude dann gar fertigzustellen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal hierzu bei TrainCraft. Macht's gut, ciao, ciao.